Herzlich willkommen, liebe Freunde, und was geht ab? Ich begrüße euch, ich wollte gerade sagen, im neuen Jahr. Nein, die Feiertage sind rum und das ist auch gut so. Wir starten wieder in das Krypto-Business und ich habe heute zwei Top-Performer für euch rausgesucht. Und zwar sind das Quant, QNT und die Kryptowährung Polygon, die gerade ein sehr großes Kurswachstum aufweisen. Warum das so ist und warum es sich jetzt gerade lohnt, Polygon und andere Kryptowährungen aus dem Ethereum-Ökosystem im Auge zu behalten. Darauf gehen wir ein. Ihr lasst mir vorneweg sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, gehen wir direkt rein. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr habt schön gegessen, ihr habt euch reich beschenken lassen, habt Zeit mit der Familie verbracht oder alleine, wie es euch eben gefällt. Jetzt geht es wieder um das Thema Kryptowährung und es geht gleich richtig gut los. Polygon, Matic, 23% plus allein heute, das ist schon krass. Und auch unser guter Quant ist aus dem Winterschlaf erwacht. Endlich, viele haben drauf gewartet, aber auch darauf gehen wir ein. Ich habe noch ein paar Fundamentaldaten für euch, die zeigen, was da auf den Chains so los ist. Aber wir kümmern uns erstmal um Quant, weil darüber habe ich gar nicht so viel gefunden, was den Kurswachstum irgendwie ja begründen könnte, würde, hätte, wenn und aber. Gehen wir drauf ein. Quant, diese Kryptowährung hat einen echten Use Case. Und ich bin immer der Meinung, Kryptowährungen mit echten Use Case, das sind natürlich keine Pumpcoins wie unser geliebter XRP. Deswegen steigt er auch nicht so extrem wie manch andere Fake Coins oder die künstlich aufgeblasen werden, was ich immer noch gut finde bei XRP. Aber gehen wir rüber auf Quant, bietet einen absoluten Use Case mit dem Overledger, der quasi alle Chains miteinander verbinden kann. Und das ist wirklich krass. Unter anderem kann das natürlich auch Cardano. Die sind dann quasi multifunktionell, können auch die echte Welt, also die echte Finanzwelt, die Tokenisierung, was auch immer mehr eine Rolle spielt, auf die Blockchain bringen. Und das ist da was ganz Besonderes. Quant, natürlich, wie wir es hier sehen, auf dem Bildschirm in London ansässig, haben da ihr Headquarter. Auch viele Leute aus dem Finanzsektor, die bei Quant mit an Bord sind, die Quant quasi mitentwickelt haben. Und jetzt kommt noch on top, Quant ist ISO 222 konform, kompatibel, nennt wie ihr es wollt. Und ja, dafür bin ich oder deshalb bin ich immer der Meinung, dass Quant wirklich ins Portfolio gehört und auch in Zukunft wichtig werden wird, wichtig sein wird. Wie gesagt, ich habe nichts groß über Quant gefunden, außer dass natürlich Twitter, das ist immer so ein Indikator, auch sehr, sehr bullisch ist. Alle Indikatoren auf Quant, auf dem Netzwerk, brechen bullisch aus. Woran es liegt, wie gesagt, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nichts groß drüber gefunden, aber wir freuen uns einfach mal drüber. Wir freuen uns doch, dass Quant einfach mal steigt. Und wenn ich da nichts drüber finde, ist doch auch egal. Er steigt erst bei 140 US-Dollar. In den letzten Monat 41% gestiegen. Heute, glaube ich, korrigiert er etwas, ja. Aber ja, das sehen wir alles nicht so tragisch. Was bei Quant aber noch hervorzuheben ist, ist das Total Supply von 14 Millionen Coins. Ihr wisst, ich finde es immer ganz geil, wenn Coins begrenzt sind, aber auch wenn Coins unendlich schürfbar sind. Ja, das kann die ganze Sache verwässern und da gibt es auch immer negative Kommentare. Aber denkt zum Beispiel mal an Solana. Da gibt es einen unendlichen Supply und trotzdem steigt die Kryptowährung. Also da bin ich immer ein bisschen verhalten, was Supply angeht. Natürlich sollte es einen deflationären Hintergrund haben, wenn es weniger Coins in Zukunft geben wird, wenn immer mehr auf dem Markt sind, immer mehr Circulation Supply. Bei Quant sind das gerade 12 Millionen Stück, 81%, wenn ich hier auf die Daten gucke, die im Umlauf sind. Und es werden natürlich immer mehr. Das zu Quant, also wie gesagt, freuen wir uns einfach, was da los ist. Auch der RSI ist sehr, sehr gut, er ist weder zu hoch noch zu niedrig, das heißt, es sieht nach einem gesunden Wachstum aus und damit würde ich sagen, belassen wir es auch bei Quant. Haut mir eure Meinung zu Quant gerne mal in die Kommentare. Seid ihr investiert? Hier ist es bei mir ebenso wie bei Solana. Ich bin da relativ hoch mit eingestiegen im letzten Bullrun, habe dann natürlich auch Gewinne gesichert.
Trotzdem habe ich mich auch nach unten eingekauft. Also wer den mal bei $40 erwischt hat, ich glaube, es ist über ein Jahr her. Können natürlich mal auf den Chart gleich gucken, wann war das denn, als er bei $40 war. Um Gottes Willen, das ist ja schon länger als ein Jahr. Egal, er war auf jeden Fall mal auf $40. Wer ihn da, der gute Marcel von CryptoGang hat ihn da gecallt gehabt, sogar bei 40 US-Dollar. Und wer da eingestiegen ist, herzlichen Glückwunsch. Also sieht gesund aus, nehmen wir gerne mit. Was natürlich nicht gesund aussieht, aber wir freuen uns, ist Polygon. Heute 23%. Der bricht ja mal komplett bullisch aus. Und wer meinen Kanal kennt, ich habe jetzt lange nicht über Polygon gesprochen, der weiß, dass ich auch ein absoluter Polygon, ich sage immer Fan mit Anführungsstrichen, man sollte sich natürlich nie in eine Kryptowährung verlieben, auch wenn das manchmal schwierig ist, und damit so viel Emotionalität sich mit der Kryptowährung verbinden, weil dann fällt es dir umso schwerer, dich irgendwann mal davon zu trennen, um Prozente mitzunehmen. Und glaubt es mir oder auch nicht, das ist ein Riesenfehler, da keine Prozente mitzunehmen, keine Gewinne zu sichern, weil du dann, wie gesagt, emotional entweder zu gehypt bist oder zu abgefuckt bist. Ich sage mal abgefuckt, das ist mein Lieblingswort. Ja, wenn du dann keine Prozente mitgenommen hast, dann bist du schlecht drauf. Dann ist das alles Scam für dich, der ganze Kryptomarkt. Der hat dich einmal durchgewaschen und ausgespuckt. Meine Meinung, ich wollte gerade sagen, meine Empfehlung an euch, do your own research. Jeder muss natürlich sich selber im Klaren sein, was er hier tut. Nehmt Gewinne mit. Das ist meine Message. Gehen wir auf Polygon weiter ein. Und zwar habe ich dann einen guten Bericht gefunden, der natürlich auch meine These zu der ganzen Sache unterstützt. Polygon ist die Layer-2-Lösung oder eine Layer-2-Lösung, muss man sagen, auf Ethereum. Und das Narrativ, das wechselt so langsam. Wir hatten jetzt die Gains bei den Layer-1-Blockchains. Avalanche, Solana, die haben alle extreme Prozente gemacht in den letzten Tagen. Das scheint so ein bisschen langsam der Hype abzuebben. So als ob die Großen da die Leute alle abgegrast haben mit ihrem Geld. Da wäre ich jetzt auch immer vorsichtig, da noch irgendwo rein zu FOMO'n. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch keine FAT machen. Ihr müsst immer selber wissen, worin ihr investiert. Aber momentan auf dem Zug aufzuspringen, auch jetzt bei Polygon, würde ich natürlich nicht machen. Wir freuen uns, dass wir über einen Dollar sind. Ich bin damit auch sehr, sehr gut im Plus mit Polygon und würde den Teufel tun, da jetzt noch irgendwie reinzusteuern. Wieso krabbelt mir denn die Nase? Ich glaube, heute gibt es Geld. Also, jetzt liegt der Fokus so ein bisschen der Anleger, habe ich das Gefühl, auf dem Ethereum-Ökosystem. Polygon, Arbitrum, Optimism. Die haben jetzt alle richtig, richtig gute Prozente abgeworfen. Was jetzt auch, ihr müsst jetzt aufpassen, am 10. Januar soll wohl der Bitcoin-ETF, der Ethereum-Spot-ETF kommen. Und dann wird meiner Meinung nach Bitcoin, das Ethereum-Ökosystem, einen unglaublichen Pump hinlegen. Übertreiben Sie mir nicht mit unglaublich, aber einen guten Pump hinlegen. Und viele positionieren sich da jetzt schon. Also habt das Ethereum-Ökosystem und die dazugehörigen Layer-2-Lösungen auf dem Schirm. Das sind so einige, von denen ihr es gar nicht erwarten würdet, die zum Ethereum-Ökosystem auf dem ERC-20-Standard aufbauen. Und jetzt eine ganz kontroverse Diskussion möchte ich hier starten. Was haltet ihr von Ethereum? Ich höre diese Stimmen immer wieder von Vitalik Buterin. Der ist crazy. Dem schmeiße ich kein Geld in den Rachen. Das sind für mich Sachen, die kann ich nicht mehr hören, weil mir geht es doch nicht um Vitalik Buterin, um irgendjemanden, der ja diese Galionsfigur, ob ich die mag oder nicht. Genau, wenn du in Apple-Aktien, Apple sage ich schon, in Tesla-Aktien nicht investiert hättest, weil Elon Musk dahinter steht, hättest du die Prozente nie mitgenommen. Und genauso hier, nur weil ich mag Vitalik Buterin auch nicht, dieses klapprige, verrückte Hemd. Genauso kann man Charles Hoskinson nicht mögen. Trotzdem bin ich in Cardano investiert. Mir geht es um diesen Use Case, mir geht es um den Hintergrund, um die Größe des Ökosystems. Ethereum, da würde ich mich jetzt festlegen, und wenn ich falsch liege, dann ist es so, wird niemals verschwinden. Und Ethereum hat auch die Chance, irgendwann mal Bitcoin zu flippen, weil da ein extremer Use Case ist. Diese Chain an sich, okay, ich bin Investor, ich möchte investieren und ich möchte da Geld verdienen, ist noch gelinde gesagt, ich will nicht sagen Müll, aber viel zu teuer. Die Gas-Fees, das geht überhaupt nicht. Und da sind ja dann die Layer-2-Lösungen auch dadurch entstanden, mit entstanden,
weil die eine günstige Alternative bieten. Also Optimism, ich habe die euch mal rausgesucht, das Ethereum-Ökosystem habe ich hier. Genau, die On-Chain-Daten auf Ethereum, die wollte ich euch noch zeigen. Und zwar die Developer, die Entwickler, die Aktivität steigt und steigt seit 2023 oder im Jahr 2023 fulminant. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn, wir haben es hier gesehen, ein stetiges Wachstum von 2015 auf Ethereum, was die Developer angeht. Das Total Value Locked, naja, das sieht momentan nicht so gut aus. Okay, wir befinden noch uns im Bärenmarkt, aber es ist trotzdem hier hinten, seht ihr es, ein kleiner, signifikanter Anstieg zu verzeichnen. Also die Entwickler kehren zurück, das Total Value Locked steigt langsam wieder und damit profitieren auch die Layer 2 Arbitrum 18%, in einem Monat 30%, Optimism einen Monat auch 90%. Und natürlich, wer heute extrem davon profitiert hat, ist Polygon. Über einen Dollar, sehr, sehr schöner Ausbruch. Und damit wollen wir es auch belassen. Habt mit dieser Kryptowährung definitiv auf dem Schirm. Sucht euch eure Einstiege. Denkt dran, nächstes Jahr werden mit Sicherheit, also 100%iger Sicherheit, die ETF-Anträge durchgehen. Und dann wird das Ethereum-Ökosystem nochmal einen ordentlichen Push bekommen. Haut mir eure Meinung zum Video in die Kommentare. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, sehr gerne meldet euch über meine Börsen an. Da bekomme ich dann ein paar Prozente. Das unterstützt meinen Kanal über BitGet oder Pionex. Also die kann ich absolut empfehlen. Sind auch zu meinen absoluten Hauptbörsen geworden, wo ich drauf handle, weil einfach die Fees, von denen wir gerade gesprochen haben, extrem günstig sind. Ich nutze da auch die kostenlosen Chatbots auf Pionex. Macht mir immer mehr Spaß, werde ich auch immer besser drin. Und das Geile ist, du kannst immer zwischendurch Gewinne rausziehen, was bei vielen anderen Bots nicht möglich ist. Habt einen schönen Tag. Wir sind wieder back im Crypto-Space. Wir sind wieder, es gibt wieder täglich News von mir. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.